that's what's going to happen. I start to do this, he'll let go, he'll escape. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Heute gibt es die zweite Aikido-Vorführung hier in dieser Schule und ich würde Sie bitten, einfach weiter nach vorne zu kommen, weil man da sicher mehr. Und die Idee ist, im Grunde Aikido einmal vorzustellen. Also, mein Name ist Norbert Held, ich mache Aikido seit nunmehr 23 Jahren und mache das, trainiere das mehrfach wöchentlich in Düsseldorf bei den Shihan für Deutschland. Shihan, das ist der Großmeister, der den großen Lehrauftrag hat. Und Meister Sai selbst Schüler gewesen von Osensei. Osensei heißt großer Meister und hier ist der große Meister in der Abrichtung. Das ist Morie Ueshiba. Der hat gelebt von 1883 bis 1969 und hat Aikido begründet. Und Meister Sai hat 12 Jahre bei ihm trainiert, als Schüler jeden Tag. Und ist dann von Ueshiba selbst halt nach Deutschland geschickt worden, Aikido im Grunde hier zu lehren und im Grunde zu verbreiten. Ja. Aikido selbst heißt Ai, heißt Harmonie. Ki ist im Grunde die geistige, körperliche Kraft. Ki steckt eben auch im Stein, der auf den Boden gezogen wird. Ki ist aber auch das, was im Grunde die ausströmende Kraft, die Lebenskraft, die nach außen fließt. Do bezeichnet den Weg im übertragenen Sinne, also den Lebensweg und ja, es wird eigentlich nie so getrennt. Lebensweg will gelebt sein, also im Grunde genommen auch der Weg, den man tatsächlich halt immer geht. Und wir beginnen immer am Anfang mit einer Meditation, die dann verneigen sich die Partner voreinander. Das ist mit dem Aikido sehr wichtig, weil im Grunde diese Bewegungen sind sehr runde Bewegungen, es geht um Führung von Kraft. Und wenn ich den Partner halt nicht achte und die Kraft einfach nicht in dem Sinne ignoriere, die er ist, dann kann ich sie nicht führen lernen. Also ich bekomme kein Gespür dafür. Und um das jetzt im Grunde nach und nach vorzustellen, präsentiere ich verschiedene Bewegungen in ihrer Entwicklung. Ja, das Verneigen voneinander und das Begrüßen, sagte ich, ist wichtig
für die Akzeptanz. Das heißt auch eigentlich, es ist keine Anbetung jetzt von Osense, das Aikido bekennt sich zu keiner Religion. Es geht schlichtweg um die Achtung voreinander. Wenn man die Matte betritt, das Dojo selbst eigentlich ein heiliger Ort. Wir kennen das von Kirchen auch. Das heißt im Grunde, wenn man dort reingeht, lässt man den Alltag vorne weg. Man beschäftigt die Leute auf der Matte nicht mit den persönlichen Problemen oder Schwierigkeiten oder Launen. Man versucht einfach das Beste zu geben, ein harmonisches Verständnis, ein freundliches Aufeinander zugehen. Und ohne dieses ist auch Aikido nicht zu lernen. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine soziale Übereinkunft sei, sondern es ist schlichtweg eine Idee, die aus der Kampfkunst selbst entwickelt worden ist. Und das macht es eigentlich interessant. Weil es könnte man immer sagen, ja, aber das Leben ist doch hart und lernlos. Ja, eben. Und deswegen sollte man freundlich sein. Das ist, aber das entwickelt sich daraus eben stringent und wird aus den Bewegungen gezeigt. Im Grunde genommen, wenn man Aikido, die Kreisbewegung ist eigentlich das Typische für Aikido, das hier im Radius meiner Arme, das ist mein Zuhause. Wenn jemand mich angreifen möchte, muss er in dieses Zuhause eintreten und mich erreichen. Ja? Klaus, kommst du mal eben? Also die Idee ist einfach die, dass im Grunde, wenn eine Bewegung auf mich zukommt, ich da kreisförmig dran vorbeigehen kann, komme davon auch nicht zu, ja? Und ich kann ihm seine Bewegung ausweichen. Es ist auch so, er muss im Grunde hier nah rankommen, hier hört diese Bewegung auf. Bleibt er dort hinten stehen und macht wilde Gesten, dann betrifft mich das nicht. Also es gibt Gesetzmäßigkeiten im Aikido, die sind notwendig. Egal wie böse er ist, um mich zu erreichen, also um mich eben zu treffen, muss er nah rankommen. Ja, die Idee ist eben halt im Grunde die, dass jeder, der angreifen muss, muss öffnen. Jeder, der angreifen möchte, muss sich festlegen, jeder, der angreifen möchte, muss einen bestimmten Abstand einhalten. Die Idee ist, hört sofort auf, er greift an, ja, kommt ran, dann hat er ein Problem. Das ist die Idee. Umso näher wir dran sind, ja, umso... Ja, das ist... Der enge Kontakt macht ihn im Grunde waffenlos. Denn er muss, um den Schlag zu entfalten, muss er die Länge seines Armes haben. Hier nützt ihm sein Schlag wenig. Das sind ganz einfache Erkenntnisse. Dazu bedarf es aber, nochmal, wenn ich jetzt Angst habe, dann bin ich hier. Ja. Oder er schlägt, nochmal, dass ich einfach so, er will immer nachkommen. Ja, das klingt jetzt nicht. Ich muss im Grunde lernen, hier auch den Mut zu haben, reinzugehen und offen zu sein. Deswegen muss ich lernen, meine Angst zu verlieren. Ich muss an meiner Angst arbeiten. Die gleichzeitig auch schon so ist, dass ich halt, wenn ich, wie ich hier darstelle, also die Idealform ist eigentlich sofern im Schwertkampf, dass es gar nicht so eine Ausstrahlung ist, dass der andere merkt, er kommt gar nicht ran und er lässt von seinem Kampf ab. Also diese Übungen dienen auch dazu, ein Körpergefühl zu entwickeln. Also es ist nicht nur einfach Aufwärmen und Dehnung, sondern es geht vor allen Dingen darin, den Körper zu spüren. Beim Aikido werden diese Bewegungen in Harmonie, also der Bewegungsmöglichkeiten gemacht, es wird nichts vom Körper erzwungen, was der Körper nicht fährt. Ja, also keine Verdrehung, Verrenkung oder es geht hier auch nicht darum, im Sinne einer Leistung möglichst tief ins Spagat zu kommen, sondern es geht hier einfach nur darum, ein Körpergefühl zu entwickeln, warm zu werden und geschmeidig. Und es geht auch schlichtweg um Entspannung. Dabei lernt man seine eigenen Bewegungsmöglichkeiten kennen, Gleichgewichtsgefühl und grundsätzlich ein Gespür auch für Verspannungen und wo man im Grunde noch dran zu gehen hat. Diese Übungen sind zum Teil aus dem Yoga auch entlehnt. Das heißt, es geht in Asien um eine ganze Tradition von Bewegungen, die natürlich sich gegenseitig beeinflusst haben. Es ist natürlich auch so, der Mensch ist in seiner Konstitution auf dem Planeten eigentlich überall gleich. Von daher sind auch diese Bewegungen zur Entspannung, hat über den ganzen Kontinent im Grunde auch bekannt. Die Bewegungen werden langsam ausgeführt,
Und wie schon gesagt, der Leistungsbedarf spielt da gar keine Rolle. Es geht einfach darum, wirklich ein wohliges Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Das hat auch schon sehr viel mit Kampfkunst zu tun. Ganz einfach der Begriff der Entspannung. Wer entspannt ist, ist nicht aggressiv. So einfach ist die Sache. Sind Sie aggressiv oder ist jemand überhaupt, sagt man auch, Mensch, der ist aber heute angespannt. Ja? Das ist physisch für jeden, jeder macht diese Erfahrung. Und das Erste, was man macht, kommt, wenn jemand sich festgebissen hat in einer Wortstreiterei, Mensch, entspann dich mal. Ja? Das tun wir. Ja. Das ist jetzt die Kyondo, das ist ein Ki-Fluss nach vorne. Die Kraft schicken. Und ja. Es geht mit Atemkraft darum, möglichst das Ki fließen zu lassen, stabil zu stehen, bis es hier herausfließt, die Kraft immer nach außen, beim Aikido immer nach außen. Ja. Nie eine Bewegung ziehen, weil alles Ziehen wäre im Grunde ein Festhalten wollen. Und es geht darum, loslassen. Man merkt im Grunde, dass man sich dabei nicht verliert. Das Loslassen zu sehr wäre ein Schicken nach außen, dass man selbst aus seinem Ki herauskommt, sondern es ist ein Schichtweg, ein Entfaltet. Ne? Wie im Theater, voilà. Ja, das ist im Grunde die Geste. Ja, nochmal vorne. Ja. Ja. Und vor. Richtig vor. So. So. Und. Es geht auch darum, dass es hier sehr stabil ist und das wird auch im Grunde geübt. Getestet beim Aikido sind sehr viele Partnerbewegungen, zu denen kommen wir gleich. Und ja. Und ja. Eine zentrale Bewegung ist das Tai Sawaki. Das werden Sie im Laufe der Bewegung noch sehen. Und so. Es wird also auch geübt, sich überhaupt in Raum zu bewegen, Raumorientierung zu gewinnen, ja, und auch ein Gespür für den Partner. Man wird es nach einer Zeit feststellen, es ist eine sehr elegante Art, sich durch die U-Bahn zu schlingeln. Und damit man das einfach ab. Das geht. Dann habe ich mir mein Küchenmesser mitgebracht. Das ist nicht so scharf. Okay. Ja. Auch hier ist dasselbe. Ja, im Grunde reicht bei der Bewegung ein kleiner Ausdruck zur Seite. Das reicht. Und top. Also glaub ich. Das top. Das reicht. Ja. Okay. Besser. So. Und fertig. Ja, das sind Techniken, Runde, Dankeschön, die man übt. Klaus? Es gibt noch mehr. Mann, was ein Messer. Das ist schon der Ruhe. Es gibt sehr viele Bewegungen. Da merkt er sofort, dass das Messer auf ihn zukommt. Das sieht er nicht so gerne. Also wie schon gesagt, es geht nie darum, den Partner zu töten oder irgendwie zu verletzen. Achtsamkeit ist das Wichtigste beim Eindruck, weil es zur Bewegung führt. Ich kann die Bewegung nicht ausführen, wenn ich unachtsam bin. Wenn ich ihm nicht den Respekt entgegenbringe und ihn fühle, spüre. Andere Techniken sind die gegen Schwert. Auch da ist es immer so, er hat das Schwert, das wird auch geübt, aber diese Bewegung reicht ja schon aus und man kann gut in die Theke gehen und dort Tee trinken. Ja. Er muss immer auf mich zukommen, das reicht. Und schon wäre es unangenehm für ihn. Und ich habe das Schwert mit dem Tee schon. Und gut. Ja.
Das sind alles Bewegungen, die geübt werden. Hier haben wir das Thai Savaki. Und Dankeschön. Die Grundbewegungen sind also immer dieses Irigitenga, dieses Kreisen. Das Öffnen, den Geist öffnen. Das ist das Interessante. Es geht hier nicht darum, irgendwas verbal halt auszudiskutieren, sondern in der Bewegung zu spüren. Das ist eigentlich das Entscheidende beim Aikido. Und die Bewegungen sind so angelegt, dass derjenige, der sich nicht öffnet, sie nicht ausführen kann. Er kann es einfach nicht. Bis er sich öffnet. Und dann geht es. Und das ist das Erlebnis, das man irgendwann mal hat und sagt, Mensch, das geht ja wirklich einfach. Boah, toll. Das geht nicht. Ich bin der Beste, komm her. Zack. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Weil der Partner wird sofort ängstlich, er wird seine Kraft zurücknehmen und wo keine Kraft mehr da ist, was will man dafür? Nichts. Das hat sich selbst der Übungsmöglichkeit beraubt. Zum Ende gibt es immer eine Meditation, wie auch zum Anfang. Das heißt, man sich dafür den Anzug, setzt sich gerade hin, schließt die Augen und lässt im Grunde einfach alles passieren. Atmet ein, atmet aus, hält keine Gedanken fest. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick bekommen, also in die Idee der Bewegung, und es hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen zusammenarbeiten. Falsch.